Wir sind jetzt das erste Mal das Repair-Café in Wetzikon und wir haben heute am 26. Oktober die Eröffnung hier im West 36. Wir fangen jetzt mal an, ganz einfache Sachen, elektrische Sachen, die wir reparieren. Wir reparieren auch Holzsachen, reparieren, Ledersachen, einfach so ein bisschen einfachere Sachen. Und wir uns dann vielleicht auch noch ein bisschen spezialisieren mit der Zeit. Aber wir denken, wir fangen mal mit dem Grund. Bedürfnis der Leute an. Heute haben wir drei Sachen. Das ist der Russenzopf, ein Rüebelkuchen und ein Schokokuchen. Es gibt einfach Sachen, die rein vom Aufbau, wie es produziert worden ist, einfach nicht mehr reparierbar sind. Und das ist leider so, dass wir das auch nicht mehr etwas machen können. Aber bei vielen Sachen, die heute vorgeschmissen werden, kann man eben noch etwas machen. Wir sind gerade am Reparieren von einem Luftentfeuchter. Ja. Aber wir haben festgestellt, dass wir nicht flicken können. Der Motor ist nicht zugänglich. Also, wir versuchen, den Heckenschere zu flicken. Da ist offensichtlich entweder ein Kontaktproblem oder der Motor ist kaputt. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir eine saubere Analyse machen können, wenn wir zuerst mal das Teil auseinandernehmen. Das kostet eigentlich nichts, außer wir haben Ersatzteile, die wir brauchen. Dann wird das natürlich berechnet. Die Leute können was spenden, aber grundsätzlich verlangen wir nichts dafür. Ich würde sagen, auf keinen Fall gerade zuerst mal entsorgen, sondern wirklich einen Versuch machen, das zu reparieren. Weil das ist ein bisschen die Kernidee vom Repair-Café, dass man miteinander zusammensteht und schaut, was man machen kann. Es ist eigentlich für alle Leute, die ein bisschen, sagen wir, ein Kostenbewusstsein, ein ökologisches Bewusstsein haben, ist es geeignet. Weil es geht ja darum, dass man nicht einfach ein Gerät ersetzen, nur weil es nicht geht. Dann prüfen wir es noch prüfen und schauen, ob wir es nicht noch herbringen. Und dann kann es vielleicht noch jahrelang weiter funktionieren. Also man versucht hier ein Störgerät wieder in Betrieb zu nehmen. Wir wissen, dass der Lüfter zumindest läuft, aber die Heizspirale läuft nicht. Und ich versuche jetzt mal zuerst mal herauszufinden, wie das überhaupt verhängt ist. Oder? Weil man hat ja dann meistens nicht irgendwelche Schaltpläne. Es ist so, dass wir jetzt starten mal im 14-Tage-Rhythmus. Und wir haben vor, eigentlich das in einem regelmäßigen Rhythmus weiterzuführen. Wir haben jetzt mal gesagt, wir führen bis Ende Jahr den 14-Tage-Rhythmus einführen und schauen, wie das Bedürfnis ist und dann weiter entscheiden. Aber es wird einfach regelmäßige Öffnungszeiten geben im Jahr 2024.